Wir haben ein neues Angebot auf unserem Kanal, die Kanalmitgliedschaft. Dort gibt es exklusive Analysen mindestens viermal im Monat und ihr müsst dafür einen kleinen Obolus bezahlen. Was für Inhalte es da gibt, zum Beispiel diesen. Heute geht es um Bayer. Denn egal, wann ich live gehe, ob auf TikTok, YouTube, ob wir irgendwo live vor Ort sind, immer kommt irgendwann einer um die Ecke und sagt, ja, aber die Bayer-Aktie. Ja, und generell sind Pharma-Aktien im Moment sehr gefragt, nur die Bayer-Aktie nicht. Die Frage ist, warum eigentlich? Was steckt dahinter, wo die doch sehr weit runtergekommen ist? Ist jetzt nicht ein Einstiegszeitpunkt? Wir werden die Probleme von Bayer beleuchten. Wir werden die Hoffnungsträger beleuchten. Wir werden beleuchten, was die Investoren eigentlich erwarten, wo sie bisher enttäuscht wurden. Ihr kriegt was zur Charttechnik und ihr kriegt ein Fazit. Warum erzähle ich euch das jetzt? Weil Bayer am 6. August Halbjahreszahlen meldet, hier der Bayer-Konzern. Ja, es war mal der wertvollste Wert im DAX. Bayer ist mittlerweile ein Pharmakonzern. Das ist hier die linke Seite, das blaue und auch das hellgrüne. Und es gibt den Bereich Agrar, Englisch Crop Science. Und dieses Crop Science-Geschäft, das ist ein Problem, denn da ist der frühere Monsanto-Konzern drin. Bayer hat Monsanto übernommen für etwa 60 Milliarden Euro damals. Und es hat sich bis heute nicht ausgezahlt. Seitdem eigentlich ist Bayer im Sinkflug. Nach unten ist ein gutes Stichwort, denn Bayer bestätigt leider den alten Satz, was sich halbiert, kann sich auch nochmal halbieren. Wir machen jetzt mal einen kleinen Exkurs in die Bilanz von Bayer. Ich weiß nicht, wer von euch Bilanzen lesen kann. Und dann stellt sich ja die Frage, gibt es denn da gar keine Hoffnung? Ja? Und mehr Hoffnung gibt's. Ja, und wen Bayer vielleicht nicht so interessiert hat, schon nächste Woche kommt die nächste Aktie, exklusiv für Kanalmitglieder. Noch gilt der Einführungspreis von 99 Cent. Ich hoffe, ihr schaut mal rein.